select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. So, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SV Spielberg gegen die TSG Balingen. Das Endergebnis bekannt, 0:3. Das zweite Spiel am heutigen Tag endete SSV Reutlingen gegen den FSV Bissingen, 3:2. Und das freut sicherlich den Herrn rechts von mir, den Trainer von der TSG Balingen. Glückwunsch zum letztendlich deutlichen 3:0 Erfolg. Aber ich denke doch, Volkmann, dass über weite Strecken, glaube ich, des Spiels kein allzu großer Unterschied war zwischen einem Titelanwärter und einem Abstiegskandidaten. In der zweiten Halbzeit gebe ich recht. Für die erste Halbzeit habe ich uns besser im Spiel gesehen. Es waren sehr schwere Platzbedingungen hier. Es war ein Gegner, der es in der ersten Halbzeit taktisch sehr gut gemacht hat mit der Fünferkette heute. Sind sehr kompakt und tief gestanden. Wir haben uns schwer getan, ins letzte Drittel zu kommen. Da haben einfach ein paar Laufwege gefehlt, waren viele Stockfehler, Abspielfehler. Das war nicht zu übersehen über 90 Minuten. Wir haben zwei, drei Chancen gehabt. Ich denke mal, der Elfmeter war klar. Von Spielberg habe ich eine klare Torchance gesehen. Das war nach dem Standard der Kopfball. Ich glaube, es war der Daumen, wenn ich so richtig im Kopf habe. Wobei Marci, unser Torhüter, sehr gut reagiert hat, aber hat gesagt, er wäre in der Ecke gewesen. Ich habe uns ein bisschen dominanter gesehen, erste Halbzeit. Es gab einige Konterchancen für Spielberg. Wie gesagt, wir haben es im letzten Drittel nicht gut gespielt, wird Laufwege gefehlt haben. Ich denke, von dem her geht es einzeln in der Halbzeit in Ordnung, aus meiner Sicht. Zweite Halbzeit haben wir vielleicht eher auf Verwaltungsmodus wieder geschaltet. Waren wir nicht so klar in der Aktion oder in den Aktionen, dass Spielberg natürlich ein bisschen mehr riskiert, zweite Halbzeit. Und was natürlich heute auf der Bank gesessen ist bei Spielberg, mich hat es gewundert, dass diese Spieler draußen waren heute, aber das weiß der Tobias besser als ich. Da steht mir auch nicht zu, die Aufstellung zu kommentieren, aber von dem her kam dann richtig Qualität rein bei Spielberg. Nichtsdestotrotz, auch wenn Spielberg optisch zweite Halbzeit mehr vom Spiel gehabt hat, habe ich bis zum 2:0 keine klare Torchance gesehen. Waren sehr viele Standards von Spielberg, die natürlich immer Gefahr bringen, vor allem beim 1:0. Ich habe die erste richtige Torchance nach unserem 2:0 gesehen, direkt vom 3:0. Das war dann der Schuss vom Zimmermann. Und dann nach dem 3:0 war auch nochmal ein Schuss am langen Eck vorbei. Defensiv sind wir sehr stabil gestanden mit Manu Pflum und Matze Schmitz. Die haben in der Luft alles weggemacht. Dass wir zweite Halbzeit nicht so dominant auftreten sind oder aber auch nicht gut gespielt haben, das wissen wir. Aber trotz Tabellenplatz ist bei Spielberg gewisse Qualität vorhanden. Und wie gesagt, der Platz war einfach schwer zu bespielen. Ich denke, jeder, der mal Fußball gespielt hat und auch die Platzverhältnisse gesehen hat, ist natürlich ein Kurzpassspiel hier sehr, sehr schwierig. Und deshalb gab es leider von beiden Seiten sehr viele Stockfehler und Abspielfehler. Aber erste Halbzeit war ich zufrieden, wir waren geduldig, waren klar im Kopf. Zweite war nicht so gut, hätte jederzeit über den Standard was kommen können. Aber hinten raus haben wir die Chancen dann klar genutzt. In der Summe vielleicht zu hohes Ergebnis, aber aus meiner Sicht, wenn wir die 90 Minuten nehmen und auch die Torchancen, denke ich, nicht ganz unverdient heute, dass wir die 3 Punkte mitnehmen. Tobias, dir viel Erfolg noch mit deinen Jungs. Danke. Vielen Dank, Herr Volkwein. Tobias, du hast den Kommentar deines Kollegen gehört. Er war etwas überrascht über deine Aufstellung, die auf 5 Positionen geändert war gegenüber der Niederlage in Bissingen. Warst du denn mit der Reaktion deiner Mannschaft zufrieden, jetzt trotz der Niederlage? Ja, ich denke schon, wir waren sehr bemüht, dass es nach einer Niederlage, wie sie am Donnerstag zustande kam, auch Veränderungen gibt, ist klar. Dann hatte man noch hier und da angeschlagene Spieler und dann ist man halt im Endeffekt in der Summe dann ziemlich schnell bei 5. Das ist aber auch uninteressant. Da draußen stehen 11 Jungs auf dem Platz, die das Trikot von unserem Verein tragen und die alles dafür geben. Und ich glaube schon, dass unser Ziel heute war, dass man absolut diszipliniert von Anfang an gegen den Ball spiele. Ich glaube schon, dass uns das gut gelungen ist. Wir haben was zugelassen, wir haben dann ein 0-1 bekommen, wo wir einfach selbst schuld sind. Wir spielen faul in einer Situation, wo ich kein Foul spielen darf. Dann ist schwierig, dann habe ich uns schon gesehen in der zweiten Halbzeit, dass wir sehr engagiert waren, dass wir wollten. Und dann ist es im Moment schon auch so,
dass wir dann wieder eigentlich eine Gurke zum 0-2 bekommen, einen abgefälschten Schuss, wo, glaube ich, ein Balinger Spieler aufs Tor schießt, seinen eigenen Spieler anschießt, der geht dann rein und so läuft es dann im Moment. Aber ich habe uns hier keinesfalls total unterlegen gesehen. Die Einstellung war da, das hat gepasst. Am Ende gehen wir mit 0-3 runter. Ob das dann zu hoch oder korrekt ist, das interessiert ja am Ende des Tages gar niemanden. Unser Blick muss nach vorne gehen. Wir haben hier am kommenden Samstag ein Spiel gegen Waldorf 2. Da braucht man jeden, da braucht man jeden Zuschauer, jeden, der mit dem Verein hält, um das dann hier zu drücken. Danke, Tobias. Ralf Volkmann, wie sehen Sie nun die Aufstiegschancen Ihrer Mannschaft erst recht nach der Niederlage von Bissingen? Ja, interessiert mich nicht. Ich habe es die ganze Runde schon gesagt. Wir gucken jetzt für die nächste Woche, haben wir Nöttingen. Es ist verdammt schwere Rückrunde. In der Vorrunde lief es vielleicht ein bisschen einfacher. Da waren wir nicht von Anfang an ganz vorne dran. Und jetzt in der Rückrunde ist ja normal. Das haben wir letzte Woche im Donnerstag in Göppingen gesehen. Das sehen wir jetzt jede Woche als Tabellenführer. Bis der Gejagte. Jede Mannschaft will den Tabellenführer stürzen, sind seit September umgeschlagen. Und da hole ich einfach ein paar Prozent mehr raus. Das ist ganz normal. Und die Jungs gehen mit der Sache gerade momentan sehr gut um. Wir haben jetzt die letzten zwei Spiele, drei Halbzeiten gehabt, die nicht so gut waren. Das ganze Spiel gegen Villingen war nicht gut, haben aber trotz schlechter Leistung einen Punkt geholt, haben Villingen auf Distanz halten können. In Göppingen eine ähnlich schlechte erste Halbzeit, 0-2 hinten. Die Jungs sind überragend zurückgekommen, zweite Halbzeit, ein klasse Spiel abgeliefert, einen Punkt geholt in Göppingen. Göppingen, die letzten 14 Spiele nur eine Niederlage, zeigt auch von gewisser Qualität. Und von dem her sind wir mit dem Weg bisher zufrieden. Und mich interessiert jetzt einfach nächste Woche Nöttingen. Klar, dass Bissingen verloren hat, freut uns natürlich, aber wir schauen jetzt Woche für Woche, sind einfach nur schwere Spiele, wir haben noch ein paar Derbys und 11 Spiele noch zu gehen, da wäre es jetzt am Gegner gegenüber vermessen zu sagen, wir sind durch oder sonstiges, werden noch 11 verdammt schwere Spiele und das hat man heute gesehen, es war ein schweres Spiel, egal gegen wen in der Liga, heim oder auswärts, wer die Liga kennt, weiß, dass es hier in der Liga keinen Fallobst gibt, dass man jedes Spiel konzentriert mit 100% angehen muss, sonst kriegt man eine, übergebraten und ich denke, jetzt sind wir wieder an der Spur nach eineinhalb schlechten Spielen. Heute, wie gesagt, fußballerisch war es einfach nicht gut, das wissen wir, aber ich denke, da haben beide Mannschaften damit zu kämpfen gehabt und ja, was dann rauskommt, natürlich wollen wir den Platz verteidigen bis zum letzten Spieltag, aber jetzt gucken wir nach Nöttingen nächsten Freitag, das ist jetzt das wichtigste Spiel. Vielen Dank, Ralf Volkmann. Tobias, für dich gibt es andere Ziele, das heißt der Klassenhalt, am Samstag ein äußerst wichtiges Spiel hier gegen Waldorf 2. Wie siehst du denn die Chancen? Also das Ziel ist ganz klar und das ist eigentlich auch seit ich da bin nur das einzige Ziel, wir wollen in der Liga bleiben, weil ich bin schon auch der Überzeugung, dass die Oberliga für der SV Spielberg Jahr für Jahr ein Erfolg ist und das wollen wir natürlich auch in diesem Jahr am Schluss dann wieder erreichen. Die Chance gegen Waldorf schätze ich so ein, dass man da auf eine Laufsteige, junge, sehr giftige Mannschaft treffen wäre. Wenn wir an dem Tag unsere Qualität auf den Platz bringen, gepaart mit einer richtig guten Einstellung, wenn wir hier das Publikum im Rücken haben, dann werden wir hier zu Hause auch die Leistung abliefern können, um die Punkte hier zu behalten. Dazu werden dir hier alle die Daumen, dir und deiner Mannschaft die Daumen drücken. Ralf Volkmann, wir wünschen Ihnen und Ihrer Mannschaft eine gute Heimreise und viel Erfolg im Aufstiegsrennen. Vielen Dank. Dankeschön. Und dir natürlich viel Erfolg im Klassenhalt. Danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.